Nur nicht 200, bitte. Auch nicht 120, 20. Boah, wie viel haben wir denn? Wie viele Artikel haben wir denn? Warum haben wir so viele Artikel? Okay, mal gucken, wie teuer ist denn das jetzt? Oh Gott, das ist so teuer bestimmt, ey. Es ist einfach gar nicht teuer. Okay. Richtig witzig, ey. Es ist einfach... Warum ist denn das denn nicht so teuer? Ich habe ultra viel bestellt. Das sind über 1000 Artikel. Der Typ wird mich hassen, wenn ich das alles bestelle gleich. Aber dann seht ihr auch, warum wir das Mindestlager brauchen. Weil natürlich sind diese Sachen dann auch nicht so teuer und schnell vergriffen und so. Und... Boah, ich weiß noch, als wir mit diesen ganz, ganz kleinen Läden angefangen haben, mit der Kleidung, wie lange das gebraucht hat, bis wir ein vernünftiges, bis wir vernünftig viele Sachen hatten, ne? Das hat ja so ewig gedauert und jetzt einfach so, ja, 2000 Artikel, ach, bestellen wir mal eben, bitteschön. Ich gebe zu, der Lieferbote tut mir ein bisschen leid. Ich würde sagen, hier packen wir wunderschönes Klopapier rein. Nämlich das teure Klopapier auch noch. Das andere Schaufenster lassen wir erstmal ein bisschen frei, würde ich sagen. Ja, für. Für Pizza oder so. Falls es Pizza in diesem Spiel gibt. Wir dürfen gleich nicht vergessen, den Eingang noch umzufärben. Nicht genügend Platz, ich habe ihre Artikel von... Ja, alles klar. Dann nehmen Sie die mal wieder mit, das ist okay. Wir haben ja auch so ultra viel bestellt. Und gleich sind wir fertig hier. Gleich sind wir fertig. Und dann sind wir nämlich gleich auch an einem wunderschönen Ende vom Stream. Haben wir noch 3 Stunden King of Video. Wir sind ganz schön lange live heute. Aber das ist okay. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich freue mich riesig. Ich bin mal gespannt jetzt hier, wie... Ich habe das schon auf schnell gestellt, ne, Leute? Also... Und dann können wir nämlich im nächsten Stream wunderbar diesen Laden eröffnen. Wir werden jetzt... wir sind jetzt sozusagen im letzten Zug des Streams hier. Es passiert heute nicht mehr viel. Wir werden jetzt nur noch die Regale einräumen. Das wird dann noch passieren. Also wir werden das alles noch auspacken und den Rest noch bestellen. Und das alle, also wir werden noch den Laden jetzt voll machen. Dann werden wir noch einen Tagesmanager hoffentlich, wenn jemand da ist, der entsprechend begabt ist. Werden wir den gleich noch mit einstellen. Und wir werden noch die Farbe vorne ändern. Dann werden wir Werbung anschalten. Die werden wir noch kaufen. Und in dem Moment sind wir durch für heute und haben alles geschafft. Dann haben wir nämlich unser viertes wunderschönes Konzept richtig gut etabliert. Und werden davon dann 4 Läden aufmachen natürlich entsprechend. Das, was wir erreichen wollen in dem Spiel halt, von jedem Konzept 4 Stück, von jedem Grundkonzept, und dann werden wir nach und nach noch so 6 gemischte Konzepte eröffnen, die wir dann irgendwie aufbauen, sodass wir dann am Ende
insgesamt viele Läden haben. Der wird noch so oft antanzen, ne? Aber wenn der jetzt kommt, während ich auspacke, kann ich wieder auspacken und dann kann er wiederkommen, ja? Das ist jetzt meine Taktik. Ach, er packt das meins auch gleich nochmal voll. Okay, dankeschön. Und da sieht man auch jetzt schon, warum wir dieses gigantische Lager brauchen, ne? Monument. Und dann haben wir nämlich heute einen ultra erfolgreichen Stream gehabt. Also wirklich, also dass er so gut läuft, ich hätte es nie gedacht. Ne? Wir machen jetzt noch einen Tag, also nicht, im nächsten Stream machen wir einen Tag da drin. In diesem wunderbaren Laden. Und dann sind wir fertig. Also es ist wirklich mit dem Konzept durch, dann haben wir das geplant, dann haben wir das eröffnet. Dann können wir ganz entspannt noch die anderen Läden analog zu diesem hier eröffnen. Die Atrox-Läden ganz in Ruhe umbauen, das geht ja relativ schnell jetzt, wo ich weiß, wie er aussehen wird am Ende. Und ja, Relaxavid und Elegantia sind ja schon fertig als Konzepte. Da wird sich also nichts mehr ändern. Und wenn wir dann die vier Läden von dem Lebensmittelkonzept erstmal haben, ja, dann sind wir auch schon fast fertig. Dann sind wir fast fertig, ja. Also, das ist dann ja gar nicht mehr so krass viel. Jetzt packen wir auf jeden Fall erstmal weiter Sachen aus. Das ist echt unglaublich, wie viele Artikel wir jetzt haben, ne? Überlegt euch mal, wie viele Sachen wir jetzt schon am Auspacken sind und wie viele Sachen wir jetzt schon in diesen Laden packen. Einfach ohne, dass der Laden auch nur ein einziges Mal offen hatte. Es war noch nicht einmal offen, der Laden. Noch nicht einmal. Richtig crazy. So, jetzt fordern wir die nächste Lieferung an. Und packen weiter aus. Aber wenn man das alles am ersten Tag macht, das war ja eigentlich mein Plan erst. Das war ja mein erster Gedanke. Wenn man das alles auf den ersten Tag der Eröffnung schiebt, dann hat man das Problem, dass die Regale einfach nicht voll werden, weil das so viele Artikel einfach sind, ne? Und das kostet der Boy dann immer Geld. Es sollte aber eigentlich nicht mehr so viel fehlen, glaube ich. Also wir sind schon relativ gut dabei. Ja, da sind wir dabei. Und schon wieder 140 Teile ausgepackt. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass es erst ins Lager muss und dann erst in den Laden kommt. Weil das ist so ein bisschen... Normalerweise ist es ja auch so, ne? Erst kommt es ins Lager, per LKW, und dann kommt es in den Laden. Hier kommt's halt, hier wird's halt reingetragen. Aber in so einem Lager hast du ja auch eine Art System. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, wie das gemacht ist hier. Es ist so, ich weiß, es ist ein bisschen stumpf jetzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt vielleicht nicht so spannend zum Zugucken ist. Aber das gehört zum Spiel dazu, Leute. Ich werde das auch jetzt, Ich weiß, dass auch jetzt auf YouTube dann vielleicht das manchmal nicht so spannend ist, wenn man da 20 Minuten Kartons auspackt und das ein ganzer Bart ist. Aber, Ladies and Gentlemen, das gehört dazu. Für mich zumindest. Es
ist ja jedem selber überlassen, ob dann geguckt wird oder nicht. Ne? Dementsprechend. Aber alles gut. Also es ist ja jetzt ja auch nicht, dass es jetzt schlimm ist oder so. Ne? Wir sind schon wieder bei 400. Gucke mal. Und außerdem, das ist auch mal eine sportliche Übung, ne? Dass der wie unglaublich entspannt der dabei noch ist. Das ist cool. Ich bin mal gespannt, ob das denn überhaupt reicht, was wir gekauft haben. Denn bei so einer Ladeneröffnung ist ja immer, vor allem weil auch gleich Werbung am Start ist, das wird ja wahrscheinlich relativ voll werden direkt am Anfang, ne? So. Und wir fangen wieder an. Oh, ich bin beschäftigt. Warum bin ich beschäftigt? Wie will ich abbrechen? Ja, weiter geht's. Du brauchst gar nicht hier hoffen, dass du nicht mehr liefern musst, mein Junge. Aber so viel dürfte es eigentlich nicht mehr sein. Ja, das ist das Ende. Danach haben wir alles ausgepackt, was auszupacken geht. Da sind wir ja dann schon fast fertig wieder. Ich liebe dieses Spiel. Es macht so viel Spaß, ey. Ich bin so, so froh, dass ich es geschafft habe, diese ganzen Läden, die nicht funktioniert haben, zu retten, so wie ich sie brauche. Es ist so cool, ne? Ich bin einfach auch echt dankbar dafür, weil das ist ja, in Anführungsstrichen, sah es ja richtig schlecht und düster und letzten Endes auch irgendwie düster aus, weil ich ja einfach erstmal die Läden gebaut habe und dann viel zu spät festgestellt habe, ja gut, das klappt ja vorne und hinten alles nicht. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass das Projekt jetzt in dem Sinne nur pausiert und dann später beziehungsweise immer wieder zwischendurch unregelmäßig ja jetzt weitergehen kann. Weil ich finde, es ist so entspannt, das Spiel zu spielen. Ich kann hier manchmal auch sitzen, ich kann einfach mal ein bisschen mit euch labern. Ich muss mir mal nicht so dieses, so bei Monster Hunter zum Beispiel muss man hier mal überlegen, wie greife ich jetzt an? Und dann muss man muss auf so viel achten einfach auch, ne? Und hier kann ich einfach so, ich kann ganz entspannt hier sitzen. So, ohne dass es ein Problem ist. Wir machen jetzt, wie gesagt, das Lager noch einmal richtig schön voll. Bringen die Ware in unseren Laden, dann ist der Tag für uns hier zu Ende. Ja, und dann sind wir fast durch, ja, für heute. Dann, wie gesagt, Leute einstellen, Werbung machen, Farbe ändern. Farbe ändern, Priorität, weil, darf ich nicht vergessen. Was ist das? Sonst vergesse ich das auf ewig. Und ich glaube, ich lasse sogar das Verkaufsschild so rum, dass es orange Schrift auf, also schwarze Schrift auf orangem Grund ist, weil das ist irgendwie für den Supermarkt, glaube ich. Obwohl, andersrum sieht es halt einfach viel cooler aus, ne? Ja. Wie voll das Lager jetzt auch schon wieder ist, ne? Ein Regal kann ich auch noch kaufen. Zur Not. Und Ladies and Gentlemen, dann haben wir heute die Rekordsumme von, ich glaube, 800.000 ausgegeben, ne? Also wir hatten ja schon sehr viel auf dem Konto. Und letzten Endes war es vielleicht auch unsere Rettung, dass wir diese Problemläden hatten. Weil sonst hätten wir, sonst hätte ich das ja viel früher gekauft. Und dann wäre ich ja voll auf die Klappe geflogen. Weil guck mal, wie viel Geld wir noch haben. 9.000, wir hatten 150.000. Hat das HQ, glaube ich, noch. Also gerade mal 150.000, das ist ja eigentlich nichts. Für die Größe unseres Unternehmens. Das ist ja eigentlich nichts. Das ist natürlich auch so ein guter Satz, wenn man über 100.000 redet. Ist das natürlich auch gut, ne? Ja, und wie gesagt, bei Atrox, da gucke ich einfach in den Stream, ob ich das irgendwie rausbekomme, wie ich das platziert habe, damit wir die anderen anpassen können. Und wenn nicht, müssen wir halt einmal in den Atrox-Laden, bevor wir in die anderen Atrox-Läden gehen, in die anderen Läden können wir natürlich rein, was hier, denke ich, auch sinnvoll ist.
die weiter auch zu repräsentieren. Beziehungsweise die uns auch im Stream anzugucken. Schließlich steigt dann ja auch nochmal der Gewinn, wenn wir das entsprechend machen, ja. Und dann haben wir es doch. Sehr, sehr cooles Spiel. Also sehr, das macht mir echt Spaß. Ich bin auch sofort wieder voll in den Gedanken drin. Ich wusste sofort wieder, wie ich mein System aufgebaut habe. Natürlich jetzt die einzelnen Läden ist ein bisschen kritisch in Anführungsstrichen, weil ich natürlich nicht genau weiß. Also Artrox den Umbau, das würde ich jetzt aus dem Kopf nicht nochmal einfach so hinbekommen, weil es ist ja ewig her. Aber schaut euch das mal an. Wir haben einen Nigelnagel neu eingerichteten, voll bestückten Supermarkt mit einer Produktpalette von Reinigern über die verschiedensten Klopapiersorten, über noch mehr Reinigern. Also man kann, ich glaube, bei uns jetzt inzwischen, wir haben Herrenkleidung, wir haben Damenkleidung, wir haben Lebensmittel, wir haben Reiniger. Bei uns kann man, glaube ich, echt einfach alles kaufen, ne? So. Wir sind so die Kette, bei der man alles kaufen kann. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Sortiment so zufrieden, was wir haben. Wir haben das auf so wenig Platz bekommen, einfach, ne? Es ist so schön. Und wir haben es jetzt oft genug getestet. Der nette Herr Lieferboy, der kommt da auch durch. Das müssen nachher nur unsere Kunden hier zurechtfinden, aber das sollte bei dem großzügigen Platz, den ich hier gelassen habe, eigentlich erstmal nicht so das Problem sein. Dann kommt da noch so eine kleine Abteilung hin, falls es noch irgendwie was Kleines gibt. Hinten kommt unsere Tiefkühlware hin, hier hinten, wenn es denn welche gibt. Und Obst und Gemüse können vielleicht auch noch, oder Obst und Gemüse kommen nach hier rechts. Wir sind halt nicht so der klassische Supermarkt, wo das gleich am Anfang ist. Aber müssen wir ja auch nicht sein. Ich meine, ist doch auch so, ich find's einmal so auch mal cool, ja. Ist mal so was anderes einfach. So, schön viel Ware platzieren hier. Und von alledem haben wir noch ganz viel im Lager. Und können zur Not auch einfach noch nachbestellen, wenn wir aus irgendeinem Grund das Mindestbestelllager nochmal erhöhen müssen, können wir das auch einfach tun. Das ist ja das Coole daran. Ist vielleicht ein bisschen groß der Laden im Moment für ein bisschen wenig Ware, aber wir schalten ja noch zwei ganze Bereiche frei. Und zur Not stellen wir die Regale halt ein bisschen weiter auseinander. Also ich meine jetzt die noch ein bisschen weiter nach hinten. Je nachdem wie viel anderes wir noch bekommen, sollte das ja kein Problem sein. Wisst ihr was, das machen wir eben noch. Oder machen wir die noch ein bisschen weiter auseinander? So dass hier einfach ein bisschen mehr Platz zwischen ist. Gebe ich zu, fände ich eigentlich schöner. Komm, das ist hier nur verschieben, das geht ja schnell. Und zwar hätte ich dich gerne da. 1, 2, 3. So. So. Dann hätte ich dich nämlich gerne. Oh.
leider wegtun. So. Weil so ist nämlich einfach mehr Platz da. So ist es hier noch ein bisschen geräumiger. Hier kann man schön laufen, hier kann man schön stehen. Also so richtig eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ja, ich weiß, dass die jetzt die Reihenfolge ändern, aber das ist mir egal, um ehrlich zu sein. So haben wir hier nämlich auch gut Platz für die Kunden gelassen, sodass sie überall herlaufen können. Tendenziell zumindest. Wenn sie das denn wollen. Ja, das ist auch genau in der Mitte. Ich find's mega. Hier ist schön geräumig, hier ist schön viel Platz. Wir haben überall Platz, wo man durchlaufen. Ich find's super. Ich bin begeistert von unserem Supermarkt. Ich mag auch unsere Uniform, by the way. Die wir damals gemacht haben. Damit endet jetzt aber unser Tag im Supermarkt an sich. Unser Unternehmen hat richtig fett Kohle verloren jetzt erstmal. Aber das ist nicht so schlimm. Wir machen jetzt erstmal Fassade anpassen. Nee, warte mal. Farbe. Das hier wird bitte in Orange. Und das hier wird Black. Ja, genau so sah das eben auch schon aus. Genau. Das akzeptieren wir auf jeden Fall. Gehen zurück. Nein, akzeptieren. Okay. Das passt alles, das ist schon mal gut. Dann können wir jetzt zurückgehen. Dann machen wir die Werbung eben noch an. Hey, im Moment können wir nur für Lebensmittel Werbung machen. Dann machen wir natürlich auch nur für Lebensmittel, auch nur, also nur eine Kampagne starten wir sozusagen, nur für die Lebensmittel. Der Rest ist ja Quatsch. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt einen fähigen... Achso, warte mal. Nein. Halt, stopp, Polizei. Wir müssen hier erstmal... unsere Öffnungszeiten anpassen. Ne? Wir sind nämlich rund um die Uhr praktisch fast offen. Ja, und wir machen auch morgen auf jeden Fall auf. Also hier gibt es jetzt hier nicht mehr einen... Einen gibt's nicht, Tag gibt's nicht mehr hier. Also es ist jetzt hier, und wir haben auch natürlich nicht jeden Tag der Woche offen. Ist ja auch klar. Gibt's nicht, ist nicht hier. So, let's go. Bist du ein fähiger Mitarbeiter? So, mehr oder weniger. Aber ich stelle dich trotzdem erstmal ein. Ja, für die Sicherheit in einem Supermarkt. Wir brauchen auch Sicherheitskräfte. Es ist, ist klar, ja. Also, ne, wer weiß, was da so passiert, ne? Verkäufe finde ich gut. Ich fände es gut, wenn noch ein Kassierer dabei wäre irgendwie. Artikelhandhabung ist auch gut. Dann muss ich halt die Kasse machen, ne? Ich sehe das schon kommen. Ja, nur Pappenheimer hier.
leider auch keiner zum Chef hier. Nee, aber eine Kassiererin haben wir damit gefunden. Zum Chef wird aber leider keiner werden von euch, das sage ich gleich. Dafür seid ihr mir alle zu nicht gut genug. Klingt hart, aber es ist halt so. Gut, wir haben alles im Laden. Ja, gut, habe ich auch gerade das eingeräumt, ne? So, was konntest du? Sicherheit. Dann fangen wir doch mal hier mit Sicherheit auch an. Dann haben wir nämlich schon mal den ersten Sicherheitsbeauftragten direkt am Start hier. So, was konntest du? Verkäufe finde ich gut. Dann haben wir nämlich auch direkt die erste Verkäuferin am Start. Und damit ich nicht durcheinander komme später, erinnere ich mich, dass ich das System hatte, dass ich immer links anfange und mich dann nach rechts durcharbeite und dann wieder nach links gehe. So, du konntest Artikelhandhabung, das finde ich auch sehr gut. Ja, ihr dürft auch alle gleichzeitig da sein, ist das nicht cool? Ja, ich finde es auch super. Du bist besonders wichtig, dass du morgens da bist. Denn es wird nicht immer so sein wie jetzt. Und dann hatte ich dich, glaube ich, für die Kasse, ne? Auserkoren. Machen wir es mal in einer etwas anderen Reihenfolge hier. Fände ich aber auch lustig, wenn man die einfach so den ganzen Tag arbeiten lassen würde. Ich meine, dann würden die nicht lange da sein. Aber naja, irgendwie wäre es lustig. So, Tagesmanager bin ich. Für auf jeden Fall noch einen Tag. Aber an der Stelle ist es jetzt endlich soweit. Wir speichern ab. Ladies and Gentlemen, wir haben abgespeichert. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Für heute ist unsere Reise hier allerdings zu Ende. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderschönen guten Abend, beziehungsweise eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Ich bin damit raus. Bedanke mich nochmal ganz, ganz herrlich, ganz, ganz herzlich für deinen Follow, Death Trooper. Und damit bin ich jetzt aber wirklich raus und sag bye bye.